numéro 26, Janet Lynn, États-Unis. Ich kann jetzt sehen, wie teuer zwar das erste Mal international hier am Start, aber sie ist uns trotzdem nicht unbekannt. Denn sie war Folgejahr bei der Weltmeisterschaft in Wien bei einem Schaulaufen. Und zwar war sie eben vorher in Davos zum Training. Und soweit es das gar nicht weit war, kam sie herunter nach Wien, um hier ihre Künste, man kann wirklich sagen Künste, zu zeigen. Denn wir waren alle sehr, sehr beeindruckt von der Leistung dieses damals 13-jährigen Mädchens. Ich hoffe, die Straße ziemlich mich heute nicht lügen und ist nicht so in Form. Ich nehme es zwar nicht an, denn ihre Kondition ist großartig. Sie hat beim Training dreimal ihr Programm hintereinander durchgelaufen. Bedenken Sie, das sind 12 Minuten und eine Herrentür dauert nur 5, ohne irgendwelche wunderliche Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Ein dreifacher Salzschuss, der ist fast nicht ganz gedrückt. Das Schöne bei dieser Läuferin ist ihr Stil. Wir haben schon einige junge Läuferinnen gesehen, die technisch hervorragend waren, denen aber die Reife und die Ausführung fehlte. Und hier bei dieser 14-Jährigen ist sie aber bereits, ich möchte fast sagen, 90%ig da. Vielleicht ist Peggy Fleming ihr großes Vorbild, denn auch diese Läuferin läuft ausgesprochen flüssig. Und vielleicht ist es nicht ganz richtig, ich möchte sagen, unaufdringlich. Sie unterspielt fast ein bisschen, im Gegensatz zu vielen anderen, die ihre Hände sehr zügig benehmen. Doppelachsel und Doppelrichtberger ohne Absetzen. Ende der Kür. Es sind bereits 3/4 Minuten gelaufen. Mali beidseitig. Doppelachsel. Ein großartiges Programm und ich glaube, die Läuferin bisher mit der besten Position.